Schottisch halb hoch, Folge 8. Hallo miteinander. Morgen Jaltsch. Morgen Nattal. Wunderbar, wir sind wieder unterwegs gewesen am Wochenende. Aber einsteigen tun wir, das glauben wir nicht. Transfer-Coup im Ringtal. Der Jaltsch hat vom Freitag auf den Samstagmorgen eine WhatsApp-Nachricht bekommen mit Bildern von einem unglaublichen Transfer im Winter. Ein riesen Insider, der Fabrizio Romano, ist ein alter Freund von mir. Italienischer Transfergott, das ist ja der, der alles blockt, jeder genau. Transfer, den er früher noch weiss. Er hat mir in der Nacht um 2:30 hat er mir ein Bild geschickt, dann habe ich gewusst, da stimmt etwas nicht. Da ist etwas. Und dann habe ich ein Foto aufgemacht, die Katze mit Unterschrift auf der Serviette, wieder früher der Zinedine Zidane bei Real Madrid, mit dem Florentino. Also, der ist weg, der Goal ist weg vom FCA. Also Staudacher wechselt zum FC Wittnau. Für 3 Jahre zum FC Wittnau. Ihr seht es hier auf dem Bild. Zuerst mit dem ehemaligen Einspieler, mit dem Mürsch. Dominik Mürsch. Dann als zweites Bild sehen wir gerade auch den Vertrag. Formular, ja, auf das Formular. Auf der Serviette unterschrieben. Unglaublich. Unter Dach und Fach, ja. Unglaublich. Und wir sind wieder die Ersten, die es berichten. Wir sind die Ersten, die es wissen, was wir zwei aber noch nicht ganz sicher sind. Weil ja der Dominik Nüsch auf dem Bild ist. Ich glaube, der hat bei den Senioren unterschrieben und hat es gar nicht mehr gemerkt. Ja, das weiß ich auch nicht. Ehrlich gut, ja. Ich meine, am Eisgoli. Komm, jetzt kommt er jetzt auch so. Nein, kommt er nicht mehr hin. Kommt er schwer vorbei. Ich glaube, die haben vielleicht dort als zweiter Goli als Backup. Manchmal weiß ja da. Und Senior und bei den Senioren als Stammgoli. Ich vermute, der Staudi weiss das nicht. Ja. Aber der erste Transfer auf die neue Saison. Den haben wir schon verkündet. He? Den haben wir verkündet. Und ihr wisst jetzt auch alle Staudacher neu auf den Egerten. Dann haben wir einen Göpp-Sieg im Tal. Die Frauen, ja. Die Frauen vom FC Wittnau gewinnen den Göpp-Final, OFV-Göpp-Final, mit 2:1. Getroffen haben Nadia Berweger und den Michel Wald nach dem Ausgleich. Zum schlussendlichen Siegtreffer von 2:1. Ein Applaus wert. Hey. Super Frau. Super, hervorragend. Hier sehen wir ein Bild. Der Captain nimmt vom OFV-Präsident, vom Stefan Häusermann, den Pokal entgegen. He? Das Bild. Gut, kommen wir eigentlich zu den Spielen vom Wochenende. Ja. Wir fangen an, Jaltsch, Egerten-Wittnau. Daheim 4:2 gegen Frauenfeld verloren, eine Niederlage, kommt ein bisschen überraschend. Ja gut, bei mir hat es noch 5 Stammspieler gefällt. Also am nächsten schon, das ist schon spürbar. Vor allem der Platz ist auch ein riesen Matschig und es hat geregnet, es hat abgelassen. Ist brutal gewesen. Ja, du bist 2:0 hin, machst 2:2, die 3 Minuten, super, kommst wieder rein. Und dann ja, irgendwann kommst du 3:2 wieder 77. Und dann machst du alles auf hinein. Denn 4:2 ist nur ein Resultat, Kosmetik. Aber ja, schade. Aber ja, wenn 5 Stammspieler fehlen, also dann ja, spürst du. Da kann auch Wittnau eigentlich nicht wirklich verkaufen. Nein, halt gut, nicht. Ich glaube, jetzt ist wahrscheinlich auch geklärt, dass Balzers. Gut, die haben wieder gepatzt. Die Stimmen erreichbar, aber haben wieder gepatzt. Aber ob es noch lange wird bis zum Schluss, ja? Ja. Sicher ist ein Stück weit noch ein bisschen offen, aber grundsätzlich ist der Aufstiegszug für diese also vermutlich abgefahren. Trotzdem, Wittnau macht sicherlich eine sehr gute Saison. Ja, absolut. Vor allem sind sie immer noch Zweite. Das ist okay. Das ist mehr als okay. He? Gut, Mondlingen kann sich rehabilitieren ein Stück weit für eine Heimniederlage auf dem Kolbenstuhl gegen Uzwil und spielt in Herisau. Herisau ist im Abstiegskampf, spielt gegen Herisau 1:1, hat aber das Spiel dominiert, Chancen gehabt ohne Ende, ja. Eigentlich zu wenig. Ja, sie, gut, sie haben Powerplay gespielt, 90 Minuten lang. Du machst sie nicht, sie kommen einmal vor das Goal, schellen. Und dann sind halt alle die 11 Herisauer im Strafraum gewesen. Das Spiel ist nur unter Strafraum gegangen, ist Treffi 2, glaube ich, 100%ige verschossen. Was er müsste machen, dann trifft der Ramadani zum 1:1 in der 30. Und dann spielst du auf ein Goal und machst sie nicht, oder? Dann fällt sie einfach nicht rein und ja, sind sicher 2 verlorene Punkte. Es gibt Tage, wo sie einfach nicht mehr reinbringst. Auf der anderen Seite ein Auswärtspunkt. Ist ein Auswärtspunkt ja. Eigentlich nicht. Vielleicht haben sie auch die Goals auf diesem Wochenende. Wenn es sparen, die Altstädte, weiß ich ja nie, oder? Im Derby.
Ja, genau. Genau, genau. Gut, dann haben wir das Spiel von Aubernic gegen Vaduz. Wir waren ja auf den Wiesen. Ein spektakuläres Spiel. Eigentlich hätte ich meinen können, Altstädte spielt das auf dem Spielverlauf her. Ja. Die Auer haben 3-1 geführt. Varano dann gelrot. Dummes Foul. Ja, das war dumm, das machst du nicht. Vor allem mehr als Leader vom Platz. Darf nicht passieren. Holst gelrot, machst zu 10 noch das 3-1. Eigentlich Spiel gelaufen. Und dann fängt an. Die letzten 10 Minuten fängst du an zu biberen. Kommst 3-2 über. Prompt, 3 Minuten später, das 3-3. Musst hoffen, dass es Schiri abpfifft, weil sonst kommst du noch das 4-3 über. Schon die 4 oder? Aber ja. Da kann man das mal sagen, super Goal im Goal gehabt im FC Aubernic. Euch ist das sehr gut gegeben. Gut, ich gehe natürlich jetzt davon aus, jetzt wo das Kätzchen im Wind auch unterschrieben hat. Jetzt ist es Stammgoal. Jetzt ist euch der Stammgoal und das Kätzchen einfach macht. Einfach wieder Roman, oder? Jetzt muss er nicht mehr da variieren. Jetzt kann er sagen, du spielst bei mir. Ja, also der, ja. Stammgoal hat eigentlich Ferien. Er kann sich jetzt eigentlich vorbereiten auf seine Zeit beim FC Windau. Gut. Ja, insgesamt Dauer. Gerade auch spielerisch finde ich wieder eine gute Partie. Also es macht Spass, auch der Auer zuzuschauen. Sie spielen eigentlich einen schönen Fußball. Schade, haben sie es nicht das 3-1 über die Zeit gebracht. Auch mit 10 Mann. Wenn du vielleicht da dann ein bisschen besser verteidigst, dann kommt das wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Aber nichtsdestotrotz ein Punkt. Die Guido Böhrer hat sich auch damals nicht wollen zum Liga gratulieren lassen. 9 Punkte Vorsprung. Für alle anderen im Zelt, oder? Vier Spiele vor Schluss, genau. Wir sind natürlich noch im Zelt gewesen. Ihr seht hier ein Bild mit dem Ernst Graf, Thomas Eugster, das ist der Vater vom Goli. Haben wir es nett gehabt. Und noch eine wichtige Information für Liebhaber und Verfechter von eiskaltem Bier. Ab 2024 im Sommer, wenn die Degon-Anlage steht, weiss ich jetzt von Experten selber, dass auch auf der Degon der gleiche Turbo-Zapfhahn eingesetzt wird wie auf dem Kolbenstuhl. Das heisst also, das Bier wird ab 2024 auch auf der Degon eiskalt sein. Für mich natürlich eigentlich die Meldung der Woche. Ja, aber da muss einfach die Leute haben, die das Bier rausnehmen. Das stimmt. Wenn wir noch halb schon nach dem Spiel, wir zwei die Einzigen im Zelt sind, dann weißt du, was los ist. Gut, das ist im Moment ist natürlich so, dass sie eben mit dem Provisorium gehen, ist es nicht unbedingt von Vorteil. Aber der Ernst und der Thomas, die wehren sich nach Kräften dort und versuchen da das Beste eigentlich rauszuholen, oder? Ja, fix. Gut. Ja. Dann haben wir unsere Offensivliebling, Altstädte. Oh ja, Sorgenkind, würde man sagen. He? Wieder 4 Töpfe gemacht. Letzte Woche, weißt du noch, wo wir darüber gelacht haben, ob sie mit 2er Kette spielen? Ja. Erstmal frage ich, die spielen es nächste Woche mit einem Goalie. Das kann es ja nicht sein. 4 Spiele, 16 Goal. 16 Goal hast du bekommen. Ist viel. 16? Sehr viel. Ist sehr viel. Ja, sie sind ein bisschen in dieser Rückrunde in einer Resultatkrise. Auf der anderen Seite muss ich sagen, sie holen nach einer 1-5 Schlappe daheim gegen Mels, holen sie immerhin auswärts ein 4-4. Ja, also eine Reaktion ist da gewesen. Aber sie 4-1 sind vorne. 4-1. In der 75 ist noch 4-1 gestanden. 4-1 vorne. Und natürlich darfst du am Schluss nicht 3 Goal überkommen. Der Schein hat uns ja gesagt, Schein Irisme, 3-fache Torschütze wieder. Jetzt und ein Assist. Und ein Assist. Jetzt bei unglaublichen 19 Saison-Goal. Brutal stark. Hat uns gesagt, Sie haben ein bisschen verletzungsbedingt gewechselt und darum sind sie, der Rhythmus ein bisschen gebrochen. Entschuldigung, Nathan. Aufhören, 4-1 vorne sein. Da musst du durchschnaufen, Ja, sie haben defensives Problem. Gut, der Hans-Gan Moser ist der Einzige, der kannst. Ja, ist der Innenverteidiger im FC Altstädt, der Rest. Ich weiß nicht, also links, rechts. Also. Die mit 3-4 Spieler holen. Also das kann es ja nicht sein. Ja, sie können definitiv zu viel Goal geben. Und wahrscheinlich kann man schon davon ausgehen, dass so der ein oder andere neue Verteidiger nicht Saison auf der GESA wird kicken. Hä? Aber nochmal auch Montlingen wie auch Altstädt. Ich meine, die machen beide
auch tabellenmäßig eigentlich eine gute Figur und vertreten Litauer auch, Rintal grundsätzlich in ihrer Meisterschaft gut. Ja. Da muss man schon mal sehen. Aber Alstetten hat man einfach aufgrund von der starken Vorrunde vielleicht auch noch ein bisschen mehr erwartet. Das ist schon ja. So. Und klar sind 16 Goals zu viel, aber es ist jetzt so. Und ja, sind wir gespannt auf das Derby nächste Woche in Mundlingen gegen Altstädter. Absolut. Okay, als Drittliga. Ja, wo fangen wir an? Diepelzau. Diepelzau, ja. Ja, ist OSOS. 1-1, ja, im Flums. Ist ja 1-0 in Führung gegangen. Die anderen nachher besser waren Flums. 2-3 Hochkräter gehabt. Der Michael Mäder, der Goalie, super pariert beim FC Diepelzau. Ja, und irgendwann kannst du nicht mehr dagegen heben, irgendwann keinen ziehen. In der 73. 1-1. Nimmst du einen Punkt mit. Ist okay. Also, nicht schlecht, nicht gut. Also, ist okay. Also, sind immer noch oben dabei. Ich glaube, vierter oder in der Tabelle. Also, bestplatziertes Rintaler Team in der Drittliga noch. Aber, jetzt kommt der FC Rütti. Vier Siege in der Rückrunde. Unglaublich. Unglaublich. Gewaltig. Mal, ich weiss warum. Schau dir mal das Bild an. Da ist die richtige Vorbereitung. So funktioniert das. Der Mann, Besar Zoschi, hat definitiv, da kann man vielleicht schon sagen, ein bisschen Swinner-Gen, nicht allein verantwortlich, aber hat Swinner-Gen auch ein bisschen wahrscheinlich in die Mannschaft gebracht. Ja, auf jeden Fall. Er hat sich einen Schwung hineingebracht. Trägt dazu bei, dass es jetzt eben im Gegensatz zur Vorrunde, wo es eigentlich auch oft gut gespielt haben, aber kein Resultat gemacht haben, machen sie jetzt Resultat. Ja, gut. Der Guri hat auf 35 Meter Traumgoal geschossen. Ein Lob über den Goalie. Ein Lob über den Goalie. Und dann kommt das 1-1 über. Ja, kann mal passieren. Dann hat der Joshi mit dem Goalie sich missverstanden. Köpfelt sich zurück über den eigenen Goalie. Bis 2-2 in der Halbzeit. Oder? Aber die haben die Moral gefasst. Und ja, kommen raus, machen es 2-2. Und in der 90. nochmal eine Sonderecke der Robin zum 3-2. Vier Spiele, vier Siege, ganz geil, oder? Coole Sache. Ja. Aber eben, jetzt geht er ja nicht mehr in Kebab, jetzt geht der Mac essen. Also der weiß, wie man sich ernährt, nicht? Also der ist. Manchmal muss man eben nur ein bisschen schrübeln. Ja. Also wenn du quasi eben vom Kebab zum Hamburger und schon funktioniert. Ja. Das ist mal eine gute Ernährung. Ja, sicher. Hat ja kleiner Salat drin. Von dem ja, ja, hat ja alles echt drin, oder? Ja, ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja, damit hätten wir eigentlich den letzten Spieltag bereits wieder besprochen. Nächste Woche nimmt sicher eben das Derby. Ja. Mundlingen. Das haben wir geredet, erwähnen wir nicht. 6-0. Ja, was sollen wir, ja, was sollen wir groß sagen? Weiß nicht. Also, 6-0 ist eigentlich das zweitbeste Resultat in dieser Rückrunde. Also, haben sich resultatmäßig gut geschlagen. Ich habe noch mit dem Sportchef kurz Kontakt gehabt. Er hat mir gesagt, eben, also, teammäßig, auch nach dem Spiel sind sie noch zusammen sure. Etwas gegessen und so. Also, das funktioniert innerhalb von dieser Mannschaft mit okay. Trainer eben ein 6-0. Klar, ist da ein Klatsche in sich, aber jetzt im Fall sind wir also kann man heutzutage schon sagen, ist okay. Muss man sagen, ist ein 6-0 halt okay, oder? Ist eigentlich ein gut. Traurig, aber wahr. Ist ein gutes Resultat, das ist leider so. Ja. Ja. Genau. Dann verabschieden wir uns, oder? Wir verabschieden uns, wünschen euch gute Saison, eine gute Woche. Eine gute Saison. Ja, die ist noch vier Runden. Ja. Und nachher haben wir endlich Ferien. Sehr gut. Also, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.